Jo Leute, euer Yu-Gi-Oh! Fanboy 92 hier. Jetzt machen wir noch kurz die letzten drei Dinosaurier, vier, und dann ja, machen wir weiter mit Pflanzen. Gut, dann freue ich mich doch. Also, jetzt haben wir einmal den schwarzen Veluzzi. Ein Stufe 4 Erdemonster. 1800 Angriff, 300 Verteidigung mit diesem Effekt. Falls diese Karte ein gegnerisches Monster angreift, erhält diese Karte nur während der Damage Steps 400 Attacker. Falls diese Karte von einem gegnerischen Monster angegriffen wird, verliert diese Karte nur während der Damage Steps 400 Attacker. Gut. Dann haben wir viermal das Monster Kabazalus. Ein Stufe 4 Wassermonster. Nochmal 1700 Angriff. Jetzt. 1700 Angriff, 1500 Verteidigung, Stufe 4. Range of Wasser, Choice Word und dem Deck. Mit dem Nassau-Text. Hier für mein. Ein riesiges Monster, das einem Niefer gleicht. Wegen seiner gigantischen Ausmaße ist es sein Niesen so heftig, dass man manche für einen Orkan halten. Ja, super, dann will ich es nicht zu Hause haben. Und das letzte Dinosaurier ist auch eines der ältesten, auch eines meiner Lieblings vom Artwork her. Das habe ich fünfmal. Nämlich das Dinosauriermonster Urabi. Ein Stufe 4 Eigenschaft Erdemonster mit 1500 Angriff, 800 Verteidigung. Also im Start der Revolution. Mit dem Text. Dieser leichtfüßige Dinosaurier rast Feinde mit seinen scharfen Klauen in Stücken. Lecker. Gut, das waren alle Dinosaurier, die ich besitze. Ich habe vielleicht noch irgendwo ein paar mehr. Das werden wir sehen, wenn es noch mal welche gibt, die ihr noch nicht kennt. Werde ich es auch nachher im nächsten Video erreichen. Bis zum nächsten Mal, YouTube-Fanboy 92.